Was wir kritisieren können, ist, dass wir sie nicht schon vorher getötet haben. Was wir kritisieren können, ist, dass wir sie nicht schon vorher getötet haben. Und weil Antonio Rüdiger das gesagt hat, bittet die Polizei jetzt auch um Mithilfe und sucht hier einen Mann, der einen Polizisten gegen den Kopf getreten hat. Genauer gesagt, zwei. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Das, was Antonio Rüdiger gesagt hat, hat nichts mit der Fahndung der Polizei zu tun. Dennoch ist diese Aussage wieder ein krasser Beleg dafür, dass Antonio Rüdiger ein Problem in seiner Wortwahl hat. Er hat es danach auch bedauert, auch sein Gesichtsausdruck zeigt es. Ach so, ihr wollt wissen, was er insgesamt gesagt hat. Moment. Einhören, wie fühlt sich das jetzt gerade an? Lassen wir uns teilhaben. Ja, es fühlt sich sehr gut an. Ich denke, wenn man das Spiel gesehen hat, wir waren von Anfang an dominant. Und was wir kritisieren können, ist, dass wir sie nicht schon vorher getötet haben. Wir haben zu viele Chancen liegen gelassen. Jetzt habt ihr gesehen, er wurde nach dem Spiel gefragt. Das, was am Ende dabei herausgekommen ist, ist ein ziemlich fieses Zitat. Und ich finde, er hat hier mehrere Probleme, aber da diskutieren andere in diesem Land darüber. Ich wollte euch die Szene nur zeigen. Es geht jetzt hier um den Polizistentreter von der Parteitagsdemo in Essen. Hier ist das Foto. Dieser Mann wird ab sofort bundesweit gesucht von der Polizei. Er hatte schwarze Kleidung getragen, eine Sonnenbrille und mit einer schwarzen Atemschutzmaske maskiert. Bei den Blockaden und wie sie es nennen, bei dem Widersetzen und bei dem Zusammenstehen aller Demokraten und die Aussagen der diversen Politiker, sie sind wirklich richtig übel. Also auch der Bürgermeister der Stadt gegen Hass und Hetze, aber ganz Essen hasst die AfD. Und lauter so ein Schwachsinn. Sie merken gar nicht, dass sie hier total mit dem Feuer spielen und dass sie selbst, wenn sie andere Meinungen hier nicht zulassen, faschistoide Züge an den Tag legen. Die Demonstranten sind es, die teilweise Dinge skandiert haben, dass sie AfD-Leute töten würden, dass sie AfD-Leute hängen würden, dass sie ihnen blutige Nasen schlagen und dass sie den Faschismus gerne in das Loch zurücktreten würden, aus dem er gekrochen kam. So gibt es hier viele Zitate. Dabei muss man mal sagen, habt ihr eigentlich gesehen, dass bei diesen ganzen Demonstrationen keine Migranten dabei waren? Ihre ganze Vielfalt machen sie in weißer Einfalt. Alles weiße Männer, alles weiße Frauen. Wo sind denn die anderen? Ach, die waren drinnen beim Parteitag der AfD. Kein Spaß, drinnen war der Migrantenanteil größer wie draußen. Selbst unter der Polizei in Essen war der Migrantenanteil größer. Jetzt gab es hier natürlich körperliche Angriffe. Dieser Mann hier hat zwei Polizisten gegen den Kopf getreten. So schwer, dass sie teilweise intensivmedizinisch behandelt werden mussten. Lebensgefahr hat zu keinem Zeitpunkt bestanden. Dennoch wird hier um dringende Mithilfe der Polizei Essen gebeten, dass man diesen Täter hier ausfindig machen kann und ihn dingfest machen kann. Dafür stelle ich selbstverständlich gerne meine Reichweite zur Verfügung. Wenn ihr ihn gesehen habt, wenn ihr ihn kennt, informiert bitte die Polizei Essen an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder an 0201 8290 bei der Polizei in Essen melden. Es gibt allerdings mal wieder einen entlaufenen Straftäter in Berlin. Diesmal ein Vergewaltiger ist in Sicherungsverwahrung entlaufen auf dem Freigang. Aber diesmal ein genehmigter Freigang in Begleitung. Ein Vergewaltiger wurde zu 5 Jahren Haft verurteilt mit anschließender Sicherungsverwahrung. In dieser Sicherungsverwahrung ist er jetzt schon einige Jahre. Er hatte schon 42 begleitete Freigänge. Als Vergewaltiger in Sicherungsverwahrung Freigänge zu machen. Ich sage immer wieder, wenn die Gerichte nicht so wollen, wie das Volk das möchte, hat die Politik ein einziges Mittel in der Hand, und zwar, sie ändern die Gesetzgebung. Das ist gar nicht so schwer. Gehen wir doch mal zu einem konkreten Beispiel. Unsere beliebten Messerattacken sind ganz oft gefährliche Körperverletzungen. Schwere Körperverletzung ist es erst, wenn es dann Entstellungen gibt, Verstümmelungen gibt und so weiter. Was ist der Unterschied zwischen gefährlicher und schwerer Körperverletzung? Das eine hat 1 Jahr Mindeststrafe vor Gericht, das andere 6 Monate, in minderschweren Fällen nur 3 Monate. Dann kommt das Jugendstrafrecht dazu, dann wird sowas zur Bewährung ausgesetzt oder die Strafe halbiert. Und dann wundern Sie sich, warum in diesem Land diese ganzen Hohlbrummer, wie ich sie immer sage, frei herumlaufen. Die Richter können gar nicht anders, als sich am Gesetz zu orientieren. Und wenn man ihnen den Strafrahmen nach unten so großzügig offen lässt und die Richter das halt eben benutzen, ist der Gesetzgeber in der Lage, ohne die Justiz zu beeinflussen, eben den Strafrahmen für die Justiz zu ändern. Dann können auch die Richter, die ganze Zeit Fehlurteile, also Fehlurteile in Anführungszeichen, weil das einfach
Es sind gefühlte Fehlurteile, wie bei der Gruppenvergewaltigung in Hamburg. Ein Täter in Haft, alle anderen auf Bewährung entlassen. Es hat nichts mit Strafe zu tun, das Jugendstrafrecht. Es geht um erzieherische Maßnahmen. Allerdings haben wir hier junge Erwachsene. Da sind erzieherische Maßnahmen überhaupt nicht angebracht, denn es mangelt an einer Grunderziehung aus dem Elternhaus. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Hast du ihn hier gesehen, den die Polizei sucht? Hast du Antonio Rüdiger gesehen? Es ist eine Originalmeldung. Ich habe euch das gezeigt. Sie ist immer noch in der Mediathek verfügbar. Es ist keine KI, es ist kein Fake. Das hat er wirklich so gesagt. Und die Diskussion, sie wird die Woche darüber lostreten. Schreib mir unbedingt mal einen Kommentar unter dieses Video. Abonniere auch den Kanal, abonniere auch meinen Telegram-Kanal für die unzensierten Bilder, die YouTube mich hier nicht zeigen lässt. Damit sage ich ciao, bis bald.